Feldfisch. Ich hoffe, der bleibt jetzt mal hängen, der Gute. Na, sehr schön. Ich bin's mal wieder, euer Spreewaldangler. Ich melde mich auch mal wieder vom Wasser. War jetzt durch die Arbeit mit dem Angeln ziemlich eingespannt. Und habe jetzt endlich mal wieder die Zeit gefunden, privat ein bisschen eine Runde zu drehen und für euch ein neues Video zu machen. Erstmal wieder bloß einen kleinen Spinner dran. Hier unten steht alles voller Döbel und Barsche. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was geht oder nicht. Ich habe jetzt auch bloß eine Kiste mit einer Handvoll Ködern. Und dann einfach kurz vorm Abendbrot mal schauen, ob was geht. Eben mal die Strecke hier ringsrum. Und dann war es das auch schon wieder. Ist halt schon immer noch was anderes, ob man beruflich mit seiner Kundschaft angeln ist und da ein bisschen Druck hat oder ob man einfach mal entspannt für sich selber bzw. für euch fürs Video eine Runde am Wasser unterwegs ist und angelt. Weil hier habe ich jetzt keinen Zeitdruck, keinen Fangdruck und von daher kann ich hier ganz entspannt arbeiten. Hatte ich gerade einen kleinen Hänger, habe mich so ein bisschen ins Wasser gestellt, um den zu lösen. Weil wir jetzt dann kurze Hose und Latschen an. Und was soll ich euch sagen? Das Wasser hier im Fluss ist pisswarm. Wir haben mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass das Wasser so warm ist. Na gut, arbeiten wir hier noch ein bisschen und dann sehen wir uns beim Fisch wieder oder an der nächsten Stelle. So, an der letzten Stelle war jetzt nichts mehr gewesen. Immer noch den Spinner dran. Bin auch nicht alleine unterwegs, so wie es aussieht. Da
drüben steht einer und ich habe auch gerade jemanden überholt. Ist doch ganz schön Druck da jetzt heute. Aber wen wundert es bei dem Wetter? Ein schöner Döbel. Aber der hatten sich bloß angeguckt. So, versuchen wir es hier mal. Stand zwar gerade der andere Angler genau gegenüber, aber es hat ja nicht immer was zu sagen. Oh, hier raubt's. Sehr gut. Oh, ja. Da war ein kleiner Barsch dran. Ich weiß nicht, ob das zu sehen ist auf der Kamera. War auf alle Fälle die Größe, die hier gerade geraubt hat. Aber man sieht mal wieder, wenn die Fische da sind und Laune haben, dann kann man zum Suchen erstmal den Spinner nehmen, weil dann beißen sie nämlich auch. Auch wenn es bloß die kleinen Barsche sind.
So, dann werden wir gleich nochmal die Stelle wechseln. Ein bisschen vorm Werk gucken hier vorne. Also bis gleich. Fisch. Da haben wir. So, haben wir einen drin im Kescher. Der Haken ist sogar schon wieder raus. Hände sind nass. Schöner kleiner Spritzer. Da haben wir noch mal zu seine 45, zwischen 45 und 50. Wunderbar. Und dann darf er auch wieder schwimmen. Schön vorsichtig mit dem Kescher. Hier unten wieder schwimmen lassen. Und da geht er weg. Wunderbar. Cool, hat sich halt auch nochmal gelohnt. Weiter geht's. Oh, der kam da vorne. Hier zwei, drei Würfe. Stücke weiter hinten. Und dann gehen wir rum. Also Suchköder funktioniert noch. Barsch, der kurz gehangen hat. Schöner kleiner Hecht. Was wollen wir mehr? So. Dadurch, dass der gleich raus war. Vergessen nachzugucken beim Vorfach. Aber alles super. Ich hatte ja auch ein, zwei Kommentare gehabt beim Hechtangeln mit dem Poppy, der mir dann abgerissen ist. Ganz ehrlich, 0,40er Fluorcarbon. Wenn er normal hängt, kriegt das kein Hecht so schnell durch. Und ich habe damit auch noch keine großen Hechte verloren. Bis auf den einen letztens. War der allererste Hecht gewesen, der mir das Fluor komplett durchgeballert hat.
Gut, weiter geht's. So, vorletzte Stelle für heute. Außer dem kleinen Spritzer vorhin von Hecht gab es jetzt nichts mehr weiter. So einiges ausprobiert, war auch nochmal an den Teichen gucken. Also mit Oberflächenködern, Poppy und Frosch und sowas. Aber das wollte ich euch jetzt auch noch mit einblenden hier im Video, weil das wäre sonst zu lange geworden. Na, hätte ich damit was gefangen, dann hätte ich es euch gezeigt, aber da war nichts. Also jetzt hier nochmal schnell beim Spinner gucken. Und dann war's das. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, schön dran denken, Like da lassen, Abo da lassen. Und dann, wie gesagt, mache ich jetzt hier noch die Stelle, ist gleich durch. Wende die nächste noch, hier sind aber auch schon wieder Angler gekommen, muss ich mal gucken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Spreewaldangler. Ciao, ciao. So, machen wir die letzten Würfe.